Demokratie in unserer Zeit hat sich verändert. Der demokratische Boden vibriert. Und wenn wir es zulassen, dass sich Demokraten nicht zusammenfinden, sondern spalten, dass Demokraten keine gemeinschaftliche Sache finden, dann werden die triumphieren, die unser Land spalten wollen. Es braucht ein Signal der Gemeinsamkeit und nicht der Spaltung. Ein Signal der Versöhnung und nicht der Unversöhnlichkeit. Wir alle zusammen, meine Damen und Herren. Schauen Sie, die Taten, die derzeit in unserem Land stattfinden, Hanau und viele andere, empören uns, machen uns traurig. Aber eines ist auch, es muss uns entschlossen machen. Wir müssen aufpassen, dass das braune Gift nicht weiter sickert, ins demokratische Grundwasser kommt. Es ist die Zeit, Stopp zu sagen, meine Damen und Herren. Und zwar auf allen Ebenen Stopp gegen eine solche Entwicklung.